Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg hat rund 1,2 Tonnen Elfenbein beschlagnahmt. Dieser Fund wurde am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter den präsentierten Exemplaren waren ganze Zähne, Teile davon sowie Kunstwerke aus Elfenbein. Insgesamt ist es der größte Fund, der jemals in Deutschland sichergestellt wurde, sagte Oliver Thomas Pampel-Jabran, Leiter des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg. Das ist ein einzigartiger Fund. Wir haben die letzten 10 Jahre zurückrecherchiert und so eine große Menge von Elfenbein ist in der Europäischen Union nicht festgestellt worden. Wir sind da Spitzenreiter. Wir hätten es auch nicht vermutet, dass wir in Deutschland eine Fertigungsstraße zur Bearbeitung von Elfenbein finden. Ein Teil der beschlagnahmten Menge, rund 600 Kilogramm, war bereits zur Ausfuhr per Luftfracht nach Vietnam bestimmt. Das Material war als Kaminuhren aus Marmor deklariert worden. Ein Beschuldigter wurde festgenommen, ebenso wie ein Helfer. Bei dem mutmaßlichen Schmuggler wurden außerdem noch einmal 600 Kilogramm Elfenbein sowie entsprechende Bearbeitungsgeräte sichergestellt. Dem Artenschutz unterliegen nicht nur die entsprechenden Tiere und Pflanzen bzw. Teile davon, sondern auch verarbeitete Produkte, die Bestandteile davon enthalten. Falls man es doch ein- bzw. ausführen will, ist ein sogenanntes artenschutzrechtliches Dokument erforderlich, das ausschließlich von den Behörden des Ursprungslandes ausgestellt werden darf.